So Leute, dann haben wir nochmal Modern Warfare 2 und diesmal auch wieder Herrschaft. Ist da diesmal auch Wasteland wieder. Und dieses Gameplay bietet jetzt eigentlich mal so den Kontrast zu dem letzten Wasteland-Gameplay. Und zwar erreiche ich hier sogar 4 Chopper-Gunner. Und ich glaube, ich habe am Ende, nach dem 4. Chopper habe ich irgendwie 70 oder 80 Kills. Natürlich auf jeden Fall krass, wenn ich mit 4 Chopper-Gunnern wahrscheinlich sogar weniger als 40 Kills mache. Das wäre, ja, keine Ahnung. Ich bin ja auch ein paar Mal auf Streak gestorben. Auf jeden Fall braucht man ja schon 44 Kills, um 4 Chopper zu erreichen. Und ja, wie gesagt, die Chopper, die waren halt immer ratzfatz unten. Was dieses Gameplay halt aber halt auszeichnet, ist, dass ich mir wirklich so viele Streaks erspielt habe. Das passiert auf Wasteland nicht allzu oft, vor allem bei mir jetzt nicht. Und ich habe auch, finde ich, relativ gutes Aim gehabt. Also vor allem auf Distanz, deswegen finde ich das Gameplay richtig geil, weil was mein Aim besonders so ausmacht, finde ich jetzt so, dass ich halt auf Distanz teilweise ein richtig gutes Aim habe. Deswegen, bis auf einige Aussetzer, ist dieses Gameplay eigentlich auch wirklich mit konstant gutem Aim. Gut, so viel jetzt zum Gameplay. Wie gesagt, Endscore war über 94 Kills. Keine Ahnung. Runde ging nämlich auch richtig lang, ging 200 zu 198 oder 200 zu 199 oder sowas. Lag vielleicht daran, weil der Werte Fatih, ein PS3-Spieler, hier mit in der Lobby war und wäre es jetzt random. Und bei dem gehen die Lobbys so durchschnittlich 200 zu 198, 200 zu 180 oder so, ist das schon eher kurz. Gut, was zum Gameplay will ich jetzt auch gar nichts mehr groß sagen. Ich fand das auf jeden Fall richtig krass, was ihr da für ein Feedback gegeben habt. Ihr wart da anscheinend alle genauso geflasht wie ich in der Runde bei dem 61.0 TDM. Deswegen über 400 Likes, also das ist richtig krass. Ich glaube über 430, 440 oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt bei den Call of Duty Zerfistungen, wie viele Likes ich da hatte. Also ich weiß gar nicht, ob ich die 500 schon mal je geschafft hatte. Also auf jeden Fall richtig krass, danke dafür. Und ja, was ich jetzt noch so ankündigen wollte, ist, ich habe schon die ersten Videos gemacht von der Abo-Special-Woche. Die wird nächste Woche sein, weil ich habe nächste Woche, wie heißt es jetzt? Nächste Woche ist bei mir Motto-Woche in der Schule. Also ich habe nächste Woche die letzte Woche Schule, mehr oder weniger. Also, diese Woche halt noch Unterricht. Nächste Woche ist offiziell auch noch Unterricht, aber könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wie viel dabei rumkommt, wenn da verkleidete Leute angetrunken schon in die Schule kommen, sag ich jetzt mal so. Kommt wahrscheinlich nicht so viel bei rum. Und deswegen werden die Lehrer, denke ich mal, auch die meisten nicht so hart den Unterricht noch durchziehen. Danach sind Osterferien und danach fangen schon die Abiturklausuren an, schon in der ersten Woche nach den Ferien und so. Es zieht sich dann, ich glaube, meine mündliche Prüfung, angenommen, ich muss nicht in die Nachprüfung, dann habe ich auf jeden Fall meine mündliche Prüfung am 21. Mai, das heißt, dann ist alles vorbei. Am 21. Mai bin ich dann Gott sei Dank fertig. Aber ich denke mal, das wird auch schon relativ chillig, glaube ich. Wie heißt es jetzt? Man hat ja auch nochmal 2 Wochen Pause oder sowas vor der mündlichen Prüfung. Also das wird, denke ich mal, auch ganz locker. Für die Leute, die es interessiert, bei uns in NRW haben wir halt 4 Abi-Fächer. Davon sind 2 Leistungskurse. Die hat man halt in der 11. schon gewählt. Also wir haben ja G8, also 12 Jahre. Die hat man dann länger, also die hat man quasi, wenn man von 45 Minuten Stunden ausgeht, hat man die 5-stündig und normale Fächer, die normalen Fächer haben wir 3-stündig umgerechnet, ja genau. Und kommt das hin? Ja, müsste hinkommen. Ungefähr, so genau kann man es auf jeden Fall nicht sagen. Auf jeden Fall hat man die länger und die zählen dann halt auch mehr im Abitur. Und als Leistungskurse habe ich Deutsch und Sozialwissenschaften. Sozialwissenschaften ist so Politik und Wirtschaft hauptsächlich. Da gehört auch noch Soziologie zu, aber das hatten wir seit der 10 nicht mehr. Ist auch gut, weil das war eigentlich so das Uninteressanteste daran. Politik, Wirtschaft auf jeden Fall nice. Deutsch, ja gut, habe ich eigentlich mehr oder weniger nur genommen, weil ich nicht wusste, was ich sonst so nehmen soll. Und man kann halt nicht 2 Gesellschaftswissenschaften als Leistungskurs nehmen, das ist halt ein bisschen blöd. Dann als drittes Fach musste ich, weil, wie gesagt, man muss halt, das ist bei uns auch ein bisschen blöd, man muss aus den Sachen Deutsch, Mathe und Fremdsprache muss man aus dieser Kategorie, beziehungsweise muss man 2 haben. 2 Fächer muss man da abdecken. Und wie gesagt, da ich halt als Leistungskurs Deutsch und Sovi habe,
musste ich dann halt entweder als drittes schriftliches oder mündliches Fach dann noch Mathe nehmen. Und da habe ich dann gesagt, gut, machst du Mathe halt schriftlich. Und als viertes Fach habe ich dann Geschichte, ist auch so mein Lieblingsfach. Finde ich auf jeden Fall nice. Deswegen, also da, das sehe ich, da mache ich mir jetzt eigentlich nicht so große Sorgen. Gut, generell eigentlich sehe ich das Ganze noch relativ gechillt. Aber in Osterferien können stressig werden. Bin mal gespannt, inwieweit ich da noch irgendwie zum Spielen komme oder sowas. Gameplay-technisch brauche ich mir da keine Sorgen zu machen. Ist ja nicht nur für 2014 gesorgt, sage ich jetzt mal so. Ja, so viel eigentlich zum Thema Schule mehr. Ich weiß gar nicht, warum ich da überhaupt jetzt so ja, abgeschweift bin. Aber was ich jetzt noch erwähnt haben wollte, ist, dass jetzt diese Woche halt. Genau deswegen, jetzt heißt ja, so, jetzt bin ich wieder am Start. Nächste Woche ist halt die Abo-Special-Woche, weil die Videos kann ich dann gut vorproduzieren. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit irgendwie ich da verkatert sein werde. Ich bin normalerweise halt kein Trinker, ne? So ist es ja nicht. Aber wenn dann halt irgendwie da alle in der Schule so am Start sind, dann mal gucken, wie das dann abläuft. Auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es dann halt 5 Tage. Ich habe den Mittwoch frei, aber den Mittwoch mache ich halt meinen Probetag quasi für mein freiwilliges soziales Jahr, was ich jetzt nach der Schule machen werde, weil ich halt nicht so genau weiß, was ich beruflich machen möchte. Und deswegen habe ich halt am Mittwoch nicht schulfrei, beziehungsweise ich habe schon schulfrei, aber wie gesagt, habe dafür halt stattdessen diesen Probetag. Und deswegen kommen halt in den 5 Tagen kommen dann halt diese Abo-Special-Wochen-Videos, beziehungsweise Samstag und Sonntag halt auch. Also es werden halt 7 Videos sein. Ist ja auch alles schon festgelegt. Ist auf Facebook, hatte ich mal die Themen veröffentlicht. Und wie heißt es jetzt? Beziehungsweise ich habe die im letzten Video, glaube ich, auch verlinkt. Aber wie gesagt, ich möchte hier auch nochmal die Facebook-Seite promoten, sage ich jetzt einfach mal so, weil, ja, also da seid ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Sind auf jeden Fall auch, poste ich zwischendurch immer mal ganz nette Bilder, sage ich jetzt mal so, oder halt irgendwelche Fragen oder einfach mal so was ich so loswerden möchte und dafür nicht extra ein Video machen möchte, wenn ihr versteht, was ich meine. Also irgendwas Schnelles halt. Dafür ist es auf jeden Fall gut. Ich denke mal, die meisten von euch werden noch Twitter haben, werden noch Facebook haben. Twitter habe ich auch, aber das benutze ich halt nicht wirklich. Da sieht man dann meistens, das ist keine Ahnung. Es ist ja auch in Deutschland generell nicht so verbreitet wie in Amerika oder so. Gut, so viel dazu. Dann fängt ab. Wir haben ja jetzt heute Dienstag, wenn das Video pünktlich oben ist. Dann werde ich jetzt am Donnerstag und am, ich weiß nicht, Donnerstag, Samstag und Sonntag, ich muss mal gucken, werde ich, ich habe ja angekündigt, dass ich halt diese Serie mache, die besten Games der letzten, also meine persönlichen Spiele-Highlights der vergangenen Konsolengeneration, also von Xbox 360 und PS3. Die Videos habe ich schon vor 1 bis 2 Monaten, hatte ich die glaube ich schon gemacht, aber ja, hatte irgendwie noch nie so wirklich Zeit gehabt, die freizuschalten, also das hat sich noch nie so wirklich angeboten, deswegen werde ich das jetzt machen. Und, das sind halt 3 Teile, weil das halt sonst zu lang wäre. Also ich habe das wirklich, das ging ja von 2007 bis 2013. Also dieses Jahr, wie gesagt, kann ich ja noch nicht so viel zu sagen. Und dieses Jahr ist ja auch, ja, fängt ja jetzt, setzt sich ja auch mehr oder weniger dann so langsam auch die neue Konsolengeneration durch. Wie gesagt, dann ist halt ein Video, der erste Part ist dann quasi von 2007 und 2008. Es sollte euch aber nicht abschrecken, weil da sind wirklich viele Spiele-Highlights dabei, die sollte man nicht vergessen, beziehungsweise das Video solltet ihr vielleicht nicht verpassen, wenn ihr wirklich auf der Suche nach irgendwelchen Games seid, irgendwie Alternativen zu COD, so kurzweilig oder so. Deswegen, da sind auf jeden Fall krasse Games am Start, auf jeden Fall krassere als, sag ich schon mal vorweg, als im letzten Jahr oder so. Dann halt, zwei, also 2007, 2008, 2009 und 2010 ist dann der zweite Part und 2011 bis 2013 ist dann der dritte Part. Ich weiß gar nicht, wie lange die Videos sind. Ich glaube, ich habe die, weil ich die halt gecuttet habe, ich glaube, die sind dann so um den Dreh 15 bis 20 Minuten pro Video. Ich wollte euch da euch halt irgendwie nicht ein 1-Stunden-Video oder 45-Minuten-Video um die Ohren ballern. Weil ich halt, ich weiß ja, dass ihr euch so lange Videos nicht so gerne anguckt. Und ich halt schon irgendwie, ja, das Verlangen hatte, euch das hier so, ja, auf den Weg zu geben. Quasi, also dass ich euch das so ein bisschen, dass ich euch da ein paar Games so ein bisschen näher bringe. Ist aber alles nochmal im ersten Part auf jeden Fall auch erklärt. Gut, das wird dann jetzt, glaube ich, Mittwoch wird der erste Teil veröffentlicht. Sorry, Mittwoch oder Donnerstag wird der erste Teil veröffentlicht. Muss ich gucken, ich denke mal eher Donnerstag, damit ihr Zeit noch habt, dieses Video hier zu gucken. Bin mal sowieso gespannt, wie es dann aussieht in der Abo-Special-Woche, weil wenn ich da wirklich jeden Tag ein neues Video hochballer, bin ich mal gespannt, inwieweit dann das eine oder andere Video untergeht.
Gut, Gameplay müsste jetzt auch gleich zu Ende sein. Ich glaube, hier bin ich noch einmal beim Harrier oder bei der Predator gestorben. Ne, ich glaube, bei der Predator bin ich gestorben. Hier, weil das, ich verstehe zum Beispiel auf Wasteland nicht, was das soll, dass man da nicht durch diese komische Blätterdach da quasi so durchschießen kann mit der Predator. Da jetzt links, wo ich gerade auch vorbeigelaufen bin, so ein Ding. Und ja, deswegen, das war auch ganz lustig gewesen hier in dem Gameplay. Da hatte ich wirklich, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, krasses Aim auf Distanz hier an dieser Stelle. Hatte ich halt zum Beispiel krasses Aim. Und jetzt im nächsten Leben kriege ich direkt mal instant eine Nachricht von so einem Hacker irgendwie. Aimbot? Vor allem, das war so ein Arschloch, der mir die ganze Zeit, das war einer von denen, die ganze Zeit die Streaks runtergeschossen haben. Gut, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könntest du ja gut bewerten. Freut euch auf die kommenden Videos. Wie gesagt, Abo Special Woche plus dieses Best-of-Video beziehungsweise diese Spiele-Highlights-Videoserie. Und ich denke mal, in den Osterferien fangen wir dann mit der Serie 100 Live an. Da bin ich auch gerade dabei, die nach und nach so zu rendern und hochzuladen. Das dauert ja auch mal wieder ein bisschen. Ist natürlich auch lästig. Aber gut, das Gameplay ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es sehr gut bewerten. Bis dann. Haut rein.